Hallo Herr Bernecker, ich grüße Sie. Hallo, ich begrüße Sie auch. Herr Bernecker, schalten wir direkt mal unseren Blick auf die Wirtschaft und das Thema Coronavirus. Das Virus hat zum medizinischen Ausnahmezustand geführt. Derzeit läuft ja die Vollbremsung in der Realwirtschaft. Dazu werden sicherlich noch viele Nachrichten und Indikatoren kommen, gleichlaufende, nachlaufende Indikatoren vorausschauen. Aber an dieser Stelle soll es mal bewusst mit einem Blick nach vorne gehen. Wie erwarten Sie den Restart der Wirtschaft nach dem jetzigen Ausnahmezustand? Wo dürfte die Erholung besonders schnell vonstatten gehen, gegebenenfalls auch inklusive Nachholeffekten? Und welche Bereiche der Wirtschaft werden wohl eher etwas länger brauchen, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen? Wenn ich die ganze Wirtschaft eines Industriestaates abschalte und auf halbe Leistung stelle, dann ist das Anschalten der Wirtschaft im gleichen Umfang sehr flott, sehr dynamisch, weil alle, die daran teilhaben, unmittelbar davor stehen, zu starten. Egal, ob der Bäcker an der Ecke oder der Autobauer oder der Maschinenbauer oder wen auch immer Sie nehmen. Diese Situation gibt es nach einem solchen Schnitt in der Geschichte ganz, ganz selten. Ich habe mir die Frechheit erlaubt, in der Aktienbörse zu sagen, das gab es nur zweimal in Deutschland, 1947 mit dem Marshallplan, an der sich vielleicht der ein oder andere erinnert, in dem er es erlebt hat. Und nach der Währungsreform vom 28.06.1948. Vorher war gar nichts. 12 Stunden später ging es los. Und wer dabei war, der weiß, wie so etwas funktioniert. Und ich sage Ihnen, in Deutschland wird es genauso gehen. Mit anderen Voraussetzungen natürlich, denn die Zeiten haben sich geändert. Aber von der menschlichen Reaktion, wie die Menschen auf eine solche Befreiung, die demnächst hier ansteht, reagieren werden, sage ich Ihnen, das wird sämtliche Prognosen, soweit sie bisher vorliegen, inklusive der Konjunkturexperten, die sich heute dazu geäußert haben, deutlich besser aussehen. Und dann schauen wir auch gleich auf den DAX, der eben schon eingeblendet war. Der DAX hat sich ja von seinem Tief schon recht kräftig erholt. Wie erwarten Sie den näheren Verlauf? Gibt es erst eine kleine Atempause, bevor es weitergeht, oder laufen wir in einem Schub durch? Wie ist da jetzt zu Ihrer Erwartung? Der DAX macht genau das, was ich eben erzählt habe, vor. Die Börse ist nun mal ein Antizipationsmechanismus. Dieses Wort muss ich in den Mittelpunkt stellen. Da drin drücken sich nur Erwartungen, Ziele und Hoffnungen aus. Aber immer richtig, weil die Preisbildung im Markt anonym verläuft und deshalb treffen alle Meinungen zusammen und bilden eine Kette, meinetwegen eine Kurskette. Und wie die gelaufen ist, konnten Sie in den letzten 8 Börsentagen erleben, in dem 30% des gesamten Absturzes von vorher 20 Tagen bereits bis heute eingepreist ist. Das ist ein Vorbild dafür, wie die Wirtschaft, ich betone von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich, sich erholen wird. Nun, dann wechseln wir auch gleich und schauen auf einige Einzelwerte. Fangen wir in den USA an. Fallende Bewertungen sind ja grundsätzlich positiv oder reizvoll für die, die reichlich Cash haben, reichlich Munition in der Kriegskasse haben. Das dürfte derzeit auch für Finanzinvestoren gelten. In der Börsenzeitung hieß es vor kurzem, Finanzinvestoren laufen sich für Übernahmen warm. Wir hatten vor kurzem schon über Rocket Internet gesprochen, wo das Management ja in der letzten Zeit keinen so ganz kreativen Eindruck machte. Aber rückblickend war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, das Geld beisammen zu halten. Doch wenn es um Cash geht und um einen guten Track Record bisheriger Investments, dann darf man in der aktuellen Lage wohl auch auf Berkshire Hathaway schauen, die Beteiligungsgesellschaft von Star-Investor Warren Buffett. Barron's zufolge saß Berkshire Hathaway bei Ende letzten Jahres auf einem sehr, sehr weichen Cashpolster. Das könnte eine gewaltige Kriegskasse implizieren in einem Markt mit Discount-Kursen. Ist Berkshire Hathaway aus Ihrer Sicht eine Aktie, die derzeit einen Platz im Portfolio verdient? Das waren sie immer für mich. Ich begleite, wenn ich so sagen darf, Warren Buffett seit, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahren. Seine Strategie ist überzeugend, nachvollziehbar. Und für jeden, der lange genug in den Märkten ist, auch wirklich realistisch. Also, Berkshire Hathaway hat natürlich jetzt auch gelitten. Sie ist ja schließlich der größte Paketbesitzer an Apple. Und wenn Apple um 25% reagiert, muss Berkshire Hathaway natürlich ebenfalls reagieren. Beide Aktien kann man also nebeneinander legen in der Markttechnik.
die ganzen Techs, die großen, die ja nun mal marktbestimmend sind und die in jedem Portfolio in Amerika irgendwo mit einer Quote enthalten sind, sind die entscheidenden Größen in ihrer Kursentwicklung jetzt der nächsten Monate, wie der gesamte Markt sich in New York entwickelt. Bedenken Sie bitte, dass täglich rund 20% des gesamten Umsatzes in Nasdaq oder auch im S&P 500 auf die großen Techs plus die Anrainer dazu, also Facebook, NVID und Netscape und wie die alle, Netflix und wie die alle heißen. Jeder ist daran gebunden, jeder muss sich daran orientieren und daran wird sich der Markt sozusagen nach oben bewegen. Und dann kommen wir zum deutschen Kurszettel, schauen auf ein Phänomen auf dem deutschen Kurszettel, nämlich die Adidas-Aktie. 2019 war ja im Grunde genommen ein erfolgreiches Jahr für den Sportartikel Riesen. Inzwischen ist das Aktienrückkaufprogramm gestoppt. Hinfällig ist damit der Wunsch, in diesem Jahr Aktien für bis zu 1 Milliarde Euro zu kaufen. Man leistete sich ein dickes PR-Eigentor mit dem Wunsch, Mietzahlungen zu stunden. Man hat sich inzwischen offiziell entschuldigt. Aber von Adidas hieß es eben auch, dass man trotz des Stopps beim Aktienrückkaufprogramm Kredite benötigen werde. Nun dürfte das Thema Sport, Körper, Fitness, Gesundheit ja weiterhin ein sehr relevantes Thema sein. Wie schätzen Sie die derzeitige Ausgangslage für Adidas ein, für die Adidas-Aktie ein und dann eben auch parallel dazu für Branchenkollegen wie Nike, wie Puma? Also was sich Herr Rostedt da geleistet hat, ist mir für mich unbegreiflich. Ich kann nur annehmen, dass er ein Glas zu viel getrunken hat. Also diese These von sich gab, die Mieten nicht bezahlen zu wollen oder gestundet haben zu wollen. Die Reaktion im Markt war nun mehr als typisch. Eine glatte Halbierung des Kurses ist natürlich kaum zu glauben. Aber so ist das in den Märkten nun heute. Wir leben zum einen von den Zahlen und Fakten und zum anderen von der Glaubwürdigkeit des Managements. Und wenn ein Manager irgendeiner Firma sich in einer kritischen Situation, wie wir sie nun mal haben, falsch äußert oder leichtfertig äußert, dann führt dies unmittelbar zu Konsequenzen, dass die gesamte Spekulation das Weite sucht. Puma wurde gleich mitgerissen und beide sind natürlich jetzt ein Kauf und das lässt sich ja auch rechnen. Ob Adidas oder Puma in den nächsten 2 Monaten, also während dieser Stagnation, 10% weniger Sneakers verkauft, interessiert mich nicht. Der Marktwert von jetzt für Adidas oder für Puma ist, ja, ich gebrauche das Wort ja ungern, aber es ist nun mal richtig ein Schnäppchen. Kommen wir zur letzten Frage, bleiben auch im Energiebereich, schauen aber auf Öl. Öl ist ja dieser Tage eine politische Geschichte, das meint nicht nur die Achse Russland und Saudi-Arabien, sondern letztlich im Prinzip auch die USA. Denn bei einem zu lange, zu niedrigen Ölpreis bekommen wahrscheinlich auch eine Reihe von US-Ölproduzenten ja Schwierigkeiten. Dazu kommt eine stark überverkaufte charttechnische Ausgangslage bei Öl. Lassen wir mögliches Trendpotenzial einfach mal außen vor und schauen nur auf Erholungspotenzial, was ja auf dieser niedrigen Basis auch schon prozentual ganz nett ausfallen dürfte. Ist das für Sie eine Spekulation? Ich bin schon bereits drin, seit wir mit dem TBD liegen wir jetzt schon mit 100% vorn mit den einzelnen Ölzertifikaten bzw. Calls. Wir sind gestern nachgestiegen und liegen erneut schon vorn. Öl ist ein besonderer Saft. Der hat mit anderen Konjunkturdingen überhaupt nichts zu tun. Es ist ein politischer Preis und eine Machtfrage. In diesem Fall also Saudi-Arabien und Russland. Und natürlich geht es ohne die Beteiligung der Amerikaner nicht. Die Kräfte, die dabei wirken, sind von Außenstehenden nicht zu begreifen. Es geht lediglich um die Kriterien oder Aufhänger, die man einigermaßen greifen kann. Alle wissen, die damit ernsthaft sich beschäftigen, dass der Ölpreis mindestens 60 Dollar das Barrel erreichen muss, nicht sofort, um die Staatsdefizite oder Haushaltsdefizite aller Ölstaaten pro Jahr auszugleichen. Sollte das nicht gehen, müssen die ihre Reserven verkaufen. Dann verkaufen sie den halben DAX. Dann wird es schon schwieriger. Aber wir haben die ernsthafte Klarstellung, dass ungefähr 60 der Preis sein wird. Nun geht es darum, die politische Konstellation zwischen Saudi-Arabien zum einen und Russland zum anderen geht also A um die Frage, wie viel Menge muss ich haben,
zu welchem Preis brauche ich, um ein Marktgleichgewicht Schritt für Schritt zu erreichen. Die Russen sind wie in solchen Dingen immer sehr stur. Das wissen wir noch aus den Zeiten von Molotow oder meinetwegen auch von Khrushchev. Die denken nun mal anders. Sie sagen, unsere Preisgrenze liegt zunächst mal bei 43. Damit kämen wir hin. Das können Sie in Moskau offiziell hören. Unsere Reserven betragen noch ungefähr 500 Milliarden Dollar umgerechnet für die Finanzierung Ihres Haushaltes. Also können wir 10 Jahre aushalten. Mag sein, dass das ein bisschen pokerhaft klingt, aber es ist nun mal Politik. Die Saudis sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das eher haben. Also werden wir eine Preisbewegung Stück für Stück in kleinen Schritten erleben, wo innerhalb von vielleicht mehreren Monaten unter Beteiligung der Amerikaner, die ja nicht ohne politische Kraft in Saudi-Arabien tätig sind, werden wir Preise haben von 40, 45, also langsam ist schrittweise. Da eine Menge Spekulation da drin hängt, long und short, ist die Fluktuation entsprechend groß. Dazu ließ sich noch eine ganze Menge mehr sagen. Kurzum, der Ölpreisschock, der hinter uns liegt, führt zu einem langen, zähen, wirklich zähen Machtkampf bis zu der Preisklasse, die ich gerade genannt habe. Spannend, aber hat mit anderen Märkten so gut wie nichts zu tun. Ja, meine Damen und Herren, es ist ein spannendes Marktumfeld, nicht nur für Investoren, die sich jetzt vielleicht überlegen, die Discountkurse mit einem etwas größeren Blickwinkel zu nutzen, sondern bei schnellen Kursbewegungen natürlich auch für Trader. Und das Schöne dabei ist ja auch, dass man im Trading-Bereich mit den entsprechenden Instrumenten in beide Richtungen spekulieren kann, sowohl auf steigende Kurse setzen kann, als auch auf fallende Kurse. Und insofern möchte ich Sie einladen, lernen Sie doch gerne mal unsere Trading-Produkte kennen, die Terminbörse Weekly für etwas mittelfristigere Spekulationen, die TB Daily, wo es ganz kurzfristig sein darf, oder auch den Bernecker Trading Club. Schauen Sie gerne auf unsere Webseite www.bernecker.info. Das war's für heute. Herr Bernecker, vielen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Anregungen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vorab schon mal ein richtig frohes und sehr gesegnetes Osterfest für Sie. Machen Sie es gut. Frohe Ostern auch von mir.